Auf der Suche nach neuen Wirkstoffen gegen Krankheiten kommen Wissenschaftler und Ärzte immer häufiger auf alte, schon fast vergessene Therapieformen. Zum Beispiel die Wundbehandlung mit Schmeißfliegenmaden oder auf den Einsatz von Blutegeln. Durch den Fortschritt bei Operationen und vor allem durch die Entdeckung der Antibiotika waren diese alten Therapien ja fast überflüssig geworden. Mit der Betonung auf fast. Denn der Blutegel erlebt inzwischen eine Renaissance und die hat er seinem besonderen Speichel zu verdanken. Das ist keine Körperkunst, sondern Therapievorbereitung. Dieser Geselle ist ein blutgieriger Parasit, aber auch ein bewährter medizinischer Helfer. Die Ärzte des Rheuma-Zentrums Mittelhessen setzen auf Blutegel beim Kampf gegen Rheuma, Arthrose und andere Erkrankungen des Bewegungsapparates. Eine seit Jahrzehnten anerkannte medizinische Methode. Blutegel bewirken, dass in dem Bereich, wo sie angesetzt werden, eine verstärkte Durchblutung entsteht. Dadurch wird die Muskulatur gelockert, eine Schmerzlinderung tritt auf und auch eine verbesserte Beweglichkeit in dem Bereich, wo sie eingesetzt werden. Das hier ist der natürliche Lebensraum des Egels. Oder sagen wir fast natürlicher Lebensraum. Die Biebertaler Blutegelzucht, der größte Lieferant von medizinischen Blutegeln in Westeuropa. So beginnt ein Egelleben. Bis aus einem frisch geschlüpften Blutegel solch ein großer wird, vergehen mindestens 3 Jahre. Die ersten Monate verbringen sie hier in der Aufzuchtstation. Fütterungszeit. Das Blut ist frisch, der Spender ein Pferd. Es ist angerichtet. Die können bis zum 10-fachen ihres Körpergewichts aufnehmen bei dieser Nahrungsaufnahme. Und in dieser Fütterung dauert es ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde. Da geht es ganz, ganz schnell. Wenn man die am Menschen ansetzt, dauert das wesentlich länger. Da können die auch schon mal 1,5 Stunden saugen. 3 kräftige Kiefer bahnen dem Egel den Weg zum roten Lebenssaft. Reihen feinster Zähne, die sich wie Bandsägen durch weiches Gewebe arbeiten. Wie fühlt sich das an? Am Anfang merkt man so einen ganz kleinen Stich, als ob man sich mit einer Nadel vielleicht so ein bisschen sticht. Und dann merkt man nur noch, als ob man vielleicht in Brennnessel fasst. Und jetzt im Moment merkt man gar nichts mehr. Während sie saugen, geben die Egel pharmakologisch wirksame Substanzen in die Wunde ab. Die meisten sind identifiziert. Doch wie sie genau zusammenwirken? Es ist nicht in allen Details bekannt, aber es ist ein Wirkstoffcocktail aus verschiedenen Substanzen, die eingespritzt werden und im Speichel des Blutegels enthalten sind. Und die bewirken diese Verflüssigung des Blutes und dadurch auch die verstärkte Durchblutung in diesem Bereich. Die Versandabteilung. Fangfrisch und nach Größe sortiert werden die Bestellungen vom Tage an Kliniken und Praxen verschickt. Rund 300.000 Stück pro Jahr. Geschafft. Die Bissstellen müssen nun gut verbunden werden. Wegen der gerinnungshemmenden Wirkung des Egelspeichels bluten sie bis zu 12 Stunden nach. Ein Nachteil gegenüber herkömmlichen Arzneien. Macht der Egel das anderweitig wett? Er ist nebenwirkungsarm, hat wenige Nebenwirkungen im ganzen Körper, wirkt lokal da, wo wir ihn gerne haben wollen. Und erreicht spezifisch da, wo wir ihn einsetzen, wirklich das, was er soll, nämlich diese Linderung der Schmerzen. Wie lange hält diese Wirkung an? Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die berichten, dass es Wochen oder Tage nur angehalten hat. Es gibt aber auch Patienten, die berichten, dass sie ein halbes Jahr oder auch länger, wenn einfach die Ursache des Schmerzes beseitigt ist, dass sie dann beschwerdefrei gewesen sind. Für die Egel gibt es leider kein Happy End. Ein erneuter Einsatz ist aus Hygienegründen verboten. Dieses Festmahl war ihre Henkersmahlzeit.